So, willkommen zurück zu Payday 2. Wir spielen heute den Mall Crush auf Deathwish. Jetzt können wir dieses Skill-Deck mal auf Deathwish testen. So, wow. Au, au. Au! Alter. Das Problem bei dem Leech Perk Deck ist, fuck. Nein, scheiße. Ah, war zu langsam. Ja, ich werde jetzt trotzdem umfallen. Das ist natürlich jetzt clever hier. So, zack. So, dann wollen wir mal. Testen wir das mal. Wow. Oh oh. Ah! Alter! Was war das? Was ist das, Sniper? Alter. So. Na. Wow. Na, fällt dir früher mit dem Sniper, mir das zu sagen. Wo ist er denn?
Hagebuttene, Hagebuttene. Wow. Nein! Verzieh dich! Ja, ja, ich geb mir Mühe. Ja, das brauche ich einmal. Das, so, nachladen. Päckchen. Oh, Päckchen. Damit kann ich nur in Access denyen. Das heißt nur. Aber keinen Nennenswerten, der mir jetzt hilft. Wow. Nein. Ah, Scheiße. Ich hab doch Ace Inspire. In 2 Minuten ist er erst da. Wo ist denn der Sniper? Da hinter dem Vorhang. Puh. So, holen wir schnell mal die Dingens raus. Nein! Ah, der Chopper kommt an. So. Boah, komm. Also der Skilltree, der scheint wirklich was auf
Deathwish zu taugen. Dann wäre jetzt nur die Frage, ob auf One Down auch was taugt. So, das war dann der Mallcrusher. Also dieser Body-Expertise-Skill und den also für diesen mit den SMGs ist besonders diese beiden sehr essentiell. Dadurch wird der Bonus, den ihr bei einem Headshot gibt, pro einen ist sehr unterschiedlich. Ausnahme sind Captain Winter Special-Einheiten und Bulldozer. Wird der Bonus des Headshots permanent auf, in dem Fall hier bei Ace, 90% auf den Körperschaden umgerechnet. Das ist nicht schlecht. Und hiermit, wenn wir den Skill hier geaced haben, haben wir erstens 15 Kugeln mehr im Magazin. Ist schon mal gut. Und wir können durch Rüstung durchschließen. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Er dachte, das lassen wir mal drin. Hier habe ich halt drin die Akimbo-Strafe, die Stabilitätsstrafe um 8 reduziert ist und 50% mehr Ammo. Also ich habe die richtig gepimpt hier, die Akimbos. 70 Kugeln habe ich allein nur durch Modifikationen und Skills drin. Nicht schlecht. Gut, das war dann so der Heist und bis zum nächsten Mal. Tschüss.